Herzlich willkommen zurück bei Shellshock Live. Und bevor die Folge beginnt, seht ihr erst einmal die beiden Ausschnitte vom Livestream Nummer 51, weil wir haben da zwei Achievements gezockt, und zwar einerseits Around the World und zweiterseits, wenn es das überhaupt gibt, Bracket hier. Das dauert, glaube ich, knapp 4 Minuten, also sehen wir uns gleich wieder. Und sagen wir mal höchstwahrscheinlich bis Ende September auch mal mit verfickten Breitbahnen versorgt bin, muss man sozusagen. Wenn der jetzt trifft. Ne. Ne. Achievement Around the World. Jetzt bekomme ich's. Du willst mich doch ver... Achievement unlocked durch einen, durch eine Smart Snipe über eine Bande einfach mal rausgeschossen. Also ihr müsst wirklich die sichtbaren Banden treffen. Machen es langsam, dass er seht. Ja, aber geil. Jetzt müssen wir auf den Wind nimmer. Jetzt können wir auf den Wind scheißen. 150 XP, und ich glaube, das war die Map. Jetzt haben wir Narrow Peak wenigstens wieder, oder? Haben wir jetzt Narrow Peak? Wir müssen jetzt Narrow Peak haben, ne? Oder? Ja! Jawohl, und ich durfte dann Luri den Kill machen. Moa, haha. Ich stehe im Finale gegen Nataiga oder Luri. Oh Gott. Ich stehe im Finale gegen Taiga oder Luri. Aber ich wollte das in der Folge machen, dass wir ein Tournament machen oder zwei. Okay, ich spiele gegen Tiger, 200 AP, jetzt geht's ums alles. Wir stehen, scheiße. Haben Smart Snipe, das ist gut. Warten wir mal zwei, er stellt sich genau an den Berg. Wir treffen. Jetzt müssen wir Glück haben, dass wir die treffen. Der Nuke trifft, ist auch nicht so schwer bei 99 Rückenwind. Da noch die beste Pose gehabt. Ich habe wenigstens auch getroffen. Ja, wer da stehen? Bleibt da nicht. Doch, bleibt er. Das ist natürlich jetzt das Problem, wo man ein Ding bräuchte, ein Beam. Weil ich treffe nicht. Jetzt hat er sein Beam. Jetzt habe ich... Ja, ich habe verloren. Ich habe Scheißwaffen. Ich habe Scheißwaffen, das habe ich verloren. Das ist... Ja, du hast gerade einen Boden gezielt, mich verarschen. Ja, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 90 Schaden. Das sag ich doch. Deswegen sage ich ja, bei so einer Situation ist halt Flintlock sackstark. Ich treffe nicht. Ich habe nichts zum Treffen. Ich könnte höchstens gucken, dass ich travel, dass es da durchgeht und vielleicht da stehen bleibt, weil ich 200 Schaden mache. Ihr riskiert halt jetzt auch. Ja, ich habe nur... Ich mache hoffentlich, dass ich es selber trifft. Wobei im One-on-One, wenn es dann Bouncy Ball trifft, dann hast du aber auch halt Glück. Ich will nicht so ins One-on-One. Ich habe noch zwei gute Waffen eigentlich, ne? Wir machen erstmal Smart Snipe. Jetzt brauchen wir wieder einen Crit, ne? Ja! Oh Gott! Oh Gott! 52 zu 110. Oh mein Gott! Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, meine Freunde. Wenn er nichts hat, was 110 macht, dann habe ich... Wir sind beide down. Jetzt muss ich mal gucken, ob die mir trotzdem geht. Das steht aber Win, ne? Nicht unentschieden. Das war jetzt so schwer tatsächlich. Aber ich will jetzt wissen, was da kommt. Ich meine, ich sehe die Map nicht, das Achievement. Ich habe es nicht gewonnen. Ich habe mehr Schaden, deswegen habe ich es auch verloren. Ja, okay, aber es ist interessant. Aber was steht jetzt da als Winner? Was steht jetzt da als... Doch, ich hab's, Bracket hier. Aber ich habe sie in Steam, aber nicht im Spiel. Das ist, ihr habt jetzt nicht gesehen, ich habe sie in Steam, aber ich habe sie nicht im Spiel bekommen. Das ist jetzt behindert. Da. Ja, was ist denn das für eine behinderte Scheiße? Ich habe das scheiß Achievement in Steam. Zumindest wurde es mir gerade angezeigt. Ne, steht auch nicht mehr in Steam. Ich seh's ja dann am Dienstag in der Folge. Ich blende ja dann noch ein. Ich hab's da Winner 6 im Tournament 13. Mai 2016. Ich hab's aber nicht in SSL bekommen. Sogar ich habe in Steam Achievement bekommen, aber in SSL das, die Challenge nicht. Das ist irgendwie voll verpackt. Doch, ich hab's bekommen. Jetzt auf einmal geht's. Jetzt muss ich mal aufschreiben, scheiße, ich gehört nämlich damit dazu. Jetzt hab's einmal bekommen, wo ich nachgeschaut habe. So, da bin ich wieder zurück, und wie man, glaube ich, jetzt am Ende ganz gut erkannt hat, hat es mit Bracket hier ja so halbwegs funktioniert. Es war ja ein Unentschieden.
ich habe es im Endeffekt trotzdem bekommen. Wenn man ganz genau geschaut hat, habe ich, als ich den ersten Cut beendet habe, also nach dem Tournament beendet habe, stand da bei Maps. Hoppala. Stand bei Maps tatsächlich 78 von 79, wenn man wirklich ganz genau hingeschaut hat. Jetzt steht er 100%, heißt, wir werden diese Map wahrscheinlich heute mal anzocken, wie die denn genauso ausschaut. Es fehlt auf jeden Fall bloß noch die für meine Sichtweise immer noch ziemlich schwere Challenge, weil du brauchst jetzt mal das Glück, dass du alle drei Sachen hast. Du musst quasi rüber und One-on-One spielen und dann das Glück haben. Wenn du dran bist, dann hast du sowieso. Wir haben ehrlich auch ein paar Mal die Sachen probiert. Ich werde ein bisschen was erzählen drüber. Schocker machen wir heute mal nicht. 6 und 25 dürfte ganz okay sein. So, wir machen, bevor wir noch was machen, pass auf, es gibt noch eine Sache anzuspringen. Und zwar habe ich drei Screenshots vom gestrigen Livestream gemacht, also für euch vorgestern. Weil wir hatten auch im Levelfield, wir haben wieder bis Levelfield gezockt, jetzt macht das Thumbnail und der erste God-Roy-Versuch als Titel. Natürlich war das nicht die offizielle Ankündigung, wir werden das schon immer öfter machen. Aber da will ich hin. Man sieht hier mal ganz gut, 8 Leute Flintlock, das war, ihr seht es ja Flintlock, weil ich glaube, alle hatten noch die Blunderbuss, deswegen war Blunderbuss nicht mal zur Verfügung gestanden, sonst wären es ein bisschen mehr Dinge. Man sieht hier ganz gut den Spray von Blunderbuss auf gute Hälfte der Map. Man sieht es hier ganz gut, bei mir ist es extrem rechtsbündig, bei Alex ziemlich mittig oder bei Rostock ist es ziemlich deutlich mittig. Aber ihr seht hier immer diese ganzen Zwischenräume, also die Waffe macht zwar immer gleich viel Schaden auf die gleiche Distanz, also ist eine Distanzwaffe, weil also ein Ding macht immer je nach Distanz bis maximal 15. Aber die Teilung, der Zerteilungsgrad, ob das rechts, links oder mittig ist, das ist hier komplett random. Deswegen ist, habe ich auch im Alice gesagt, dass der Schaden eben nicht so safe wie zum Beispiel beim Laserbeam. Es ähnelt jetzt auch ziemlich stark am Laserbeam, außer halt vom Schaden her. Ne, ihr könnt auch mehr Schaden machen wie beim Laserbeam. Müsst ihr mal so sehen, wenn der wirklich der ganze Ding von mir trifft, der ganze rechte Strahl, das sind jetzt hier 6x15, macht der mehr wie beim Masterbeam. Aber da ist der Random Faktor, dass ihr trefft, der ist halt der entscheidende Punkt, aber ihr könnt mehr machen wie ein Masterbeam, weil es genauso durch den Boden geht. Vielleicht kann ich es nochmal zeigen. Dann, jetzt wird es aber ein hell, sorry. Das war nämlich der Thumbnail vom LS und es war der gescheiterte Versuch. Man würde jetzt denken, naja, ist doch alles gelb. Ja. Aber hier ist der Abstand, so eine, nennen wir es mal Raute, hier nicht. Da ist so ein ganz kleiner Strich und da ist so ein fetter, das ist natürlich jetzt alles gespiegelt. Hier ist der fette, hier der kleine. Hier auch. Und hier auch nochmal, was ist der Unterschied, wenn man auf die verschiedenen Tanks achtet? Nicht das Blau, Rot, Grün, sondern hier. Das war ein Versuch, ich habe das nicht erklärt, deswegen muss ich das wahrscheinlich jetzt mal erklären. Hier, bei alle schießen nach oben, wir haben 0,90 geschossen. Jeder schießt 0,90 plus, also Rohr nach oben, das ist 0. Nach unten, wenn ihr schießt, das kann ich euch gleich mal erklären, das ist genau erklärt, auf jeden Fall bei hier der Fehler gelegen. Und das andere mit Flintlock, wir hatten da 50, 45, obwohl die Stärke bei Flintlock scheißegal ist. Das sieht man mal ganz gut, der Hintergrund gefällt mir nicht, dass wir erstmal parallel zu der Pyramide geschossen haben. Gut, bei der zumindest. Hier sieht man auch wieder den Spray. Und hier die mittleren 6, die bilden hier in der Mitte nochmal so eine Drachenfig, würde man glaube ich sagen. Also hier gibt es auf jeden Fall drei Teile, die sich sprayen und der von Marius und von mir sind die äußeren. Also ich finde es auch nicht ganz so schlecht. Da kannst du natürlich, wenn du Dauerscreenshot machst, findest du die Sachen entweder näher noch bei den Spielen oder weiter oben. Das müsste man alles dann mal machen, wenn wir den Spezialstory machen. Jetzt aber erstmal eine Lobby, dann erkläre ich das mal kurz mit dem Tank, warum das nicht so funktioniert. Dass man 0,90 plus oder 0,90 minus schießt. Also 0,90 plus ist nach oben, 0,90 minus ist nach unten. Wir spielen dann mal wieder, weil ich habe, wir haben jetzt alle Maps, ne? Also wir können eigentlich mal wirklich Stadium spielen. Ich spiele mal eine Runde mit Stadium. Alle stehen da unten, ne? Das ist dann anders wie bei der Map, was ich mal gesagt habe. Das wusste ich natürlich bis dahin noch nicht. Und ich muss meine Aussage revidieren, als habt ihr das ja wenigstens gesehen. Dass ihr für Around the World wirklich die beiden unsichtbaren, sichtbaren Banden treffen müsst. Was heißt das? Unsichtbar, sichtbar. Hört sich jetzt natürlich fucking blöd an. Aber das sind diese Banden, wenn ihr an den Rand schießt, dann ploppt das so pink auf. Und die beiden müsst ihr treffen. Und das war nämlich... Oh, goal. Aber der Wind. Oh, der Wind, der Wind. Wirklich die beiden Banden. Ich habe mal gesagt, die... Egal was, also hier oben und alles. Also deswegen Bouncy Ball. Nee. Das heißt, wenn jetzt ein Beam kommt, ich mache mal DT. Ich mache extra DT. Warum? Weil wir haben zwar den Wind, aber ist trotzdem geil. Aber warum funktioniert 0,90 plus, aber nicht 0,90 minus? Also warum ist das ein Unterschied? Ich meine, es funktioniert beides, wenn wir sagen, alle 0,90 minus oder alle 0,90 plus. Übrigens, das Minus ist natürlich nur bezogen auf Rohr nach unten und das Plus ist bezogen auf Rohr nach oben.
Ich habe es doch ein wenig mehr verkackt, wie ich gedacht habe. Aber 140 waren, glaube ich, ganz gut. Helianders bei 2. Es dann fahren wir sogar bloß. Oh. Ja. Und zwar, wenn du mit dem Rohr nach oben schießt, 0,90. Ihr schießt zwar auf 0 Stärke, aber dadurch, dass das Rohr nach oben zeigt, habt ihr trotzdem einen ganz kleinen Schuss, den abgegeben. Also der Schuss an sich geht trotzdem ganz, ganz wenig nach oben. Und dadurch, dass ihr bei Godroy so eine Kugel schießt, die braucht natürlich eine Impact Time. Diese Impact Time habt ihr natürlich hier direkt. Also wenn ihr hier nach oben schießt mit 0,90, habt ihr quasi Bounces nochmal ganz kurz. Und wenn ihr... Also Bounces ganz kurz, wenn das dann kommt, der Impact, weil die Kugel quasi still liegen bleibt. Wenn ihr mit 0,90 nach unten schießt, also mit dem Rohr nach unten einen Boden, dann habt ihr diesen Impact nicht, weil die Waffe direkt instant auf dem Boden flach liegt. Also diese Kugel in dem Fall. Wird auch beim Arrow Strike, beim Firework, das sind die ganzen Waffen, die wir im Laserbeam Stream auch gehabt haben. Die Map ist übrigens scheiße. Da kannst du nicht abhauen. Oder ich warte mal, bis ich mal am Rand stehe oder so. Also direkt diesen Impact, weil die Waffe direkt auf dem Boden aufkommt und die ja deswegen auch direkt auslöst. Deswegen war sein Godroy der Impact kam früher wie von 7 anderen. Deswegen war das Bild nicht synchron oder halt synchron, sagt man nicht. Symmetrisch trifft es da ganz gut. Ich stehe sogar ganz aus. Pass auf, wir pissen uns mal ganz nach oben. Ja gut, wenn man da hochfahren kann, ist ja entspannt, ne? Also, easy going, ey. Wollte ich nochmal kurz erklären. Es war auch beim Laserbeam Stream so, als wir mal Firework geschossen haben. Ist in Best Of, glaube ich, sogar mit drin. Da habt ihr immer Pyrotechnik gehabt, aber da ich jetzt manche auf den Boden geschossen haben direkt, hattest du eben den Impact direkt. Deswegen kamen die Strahlen früh wie von allen anderen. Deswegen das Bild war somit nicht symmetrisch. Hat trotzdem 100 Schaden noch gemacht. Um das mal kurz zu erklären, also wenn ich wirklich sage 0,90 nach oben mit dem Rohr. Ich kann euch auch so 0,90 machen, ne? Also ich weiß, dass 0,90 hier doppelte Bedeutung hat. Aber das ist so natürlich nicht gedacht. Das ist so natürlich nicht gedacht. Mit 0,90 immer Rohr nach oben. Ich meine, bei 190 schießt er ja auch, muss ich gleich mal zeigen, schießt er ja auch nach oben. Ich weiß gar nicht, ob das heißt, es ist dann minus 190. Das mal zwei waren aber eigentlich die Traveler und nicht die scheiß Sniper. Das habe ich schon gesehen. Hä? Wie bei Sniper nicht mal getroffen hat. Das kann es natürlich nicht zeigen, muss ich noch runter. Warte mal, ich glaube, wenn ihr nämlich nach unten schießt, ist es dann minus. Das ist halt nur minus 90 Grad, aber nicht minus 100 Stärke. Seht ihr mal sowas? Ich kann ja auch mit. Was haben wir immer 100 geschossen? 190 hat man Flintlock. Der Unterschied muss ich gleich nochmal ausprobieren. Das ist ja sowieso wie mit 200 PS, deswegen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Dass man vielleicht auch mal Flintlock nochmal bekommen oder so. Aber okay, ich wollte eigentlich heute. Jetzt habe ich euch die Sachen gezeigt, weiß natürlich nicht, wie lange die Folge geht, da ich weiß, dass ich 4 Minuten mit reinschneide. Lang wird es wahrscheinlich nicht. Weil ich ja ab jetzt, ich habe es ja gesagt, noch nicht in der Uni hochlade, sondern erst. Ich brauche es mal den Laptop. Bloß ich weiß halt noch nicht welchen. Da gibt es halt auch Millionen von Formen und Herstellern und Größe und Ausstattung und Akku und wisst ihr Bescheid. Wird noch ein wenig dauern, aber ich hoffe, dass ich dann bis Ende Mai. Naja, Ende Mai könnte das werden. So, was wollte ich jetzt probieren? Ich mache Random Chan Map, man kann es auch da zeigen. Wir werden vielleicht dann noch ein. Also Maxman machen wir. Wenn wir 8er Maxman machen, dann tatsächlich. Wird es eine Folge, weil wir haben das im Livestream ja auch gemacht. Die 51er könnt ihr euch geben. Die Highlights sind gibt sowieso, ich glaube. Dadurch, dass ihr gerade schon 4 Minuten gesehen habt. Ich habe Rohdatei von insgesamten Highlights. 14 Minuten, dadurch, dass ihr 4 oder 4,5 oder 5 knapp gesehen habt, sind es noch 9. Ich schneide die aber immer ein wenig mit Luft dazwischen, also quasi, dass ich, wenn ich es dann wirklich das fertige, die fertigen Highlights schneide von mehreren Livestreams, dass ich die dann zusammen habe, dass ich das noch mehr schneiden kann, weißt du, ich glaube manches LSH hätten sonst deswegen muss man jetzt trotzdem nicht die Nachricht schreiben, ist auch wieder überflüssig. Außerdem weißt du gar nicht, dass das eine Folge ist. Was hast du mich rausgebracht? Was habe ich jetzt gesagt? Ach, LSA. Die wären wahrscheinlich mal so 5-6 Minuten länger gewesen, wie meine Roder dann eigentlich sind. Also es haut in der Sache schon hin, dass es vielleicht allein durch diesen Stream 7 Minuten waren oder so.
Wobei ich manche Sachen auch nicht so genau angeschaut habe, sondern einfach Cut, Cut und dann schneiden. Also kann das sein, dass es nur noch 5 Minuten werden oder so. Ist ja dann meist auch, wie es dann schneit. Wir haben irgendwie nur Bullshit. Ein Schuhschuh können wir durchs Portal probieren. Jetzt brauche ich halt doch ein Buff. Wir können es auch sagen, ich meine, du kriegst auch nur 150 XP, ne, jetzt mal so. Ihr kriegt ja nicht viel XP für die Challenge. Und die ist nicht so einfach. Oh, das war gut. Direkt auf den Mate. Der Nuke hat mich nicht getroffen. Das war nicht mal gedacht, also dass ich da treffe, war vielleicht nicht mal das Problem, aber dass ich direkt auf den Mate treffe. Was heißt auf den Mate? Auf den Gegner. War ganz geil. Was haben wir? Ich glaube, Dienstag haben wir heute. Die Montagsfolge lade ich, glaube ich, gerade hoch. Die Blunderbuss-Folge. Also besser, ich habe die letzte Waffe-Folge. Hat, glaube ich, keiner im Stream was geschrieben, dass ich die Waffe habe, obwohl ich sie noch gar nicht habe. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe die Waffe, ich habe quasi gestreamt, obwohl die Folge mit dem Unlock noch gar nicht kam. Aber keiner hat irgendwie was geschrieben, dass ich den jetzt auf einmal schieße. Fand ich auch irgendwie interessant. Vielleicht hat es einer geschrieben, ich habe es nicht gelesen, weiß ich jetzt, ne? Wenn er jetzt trifft, dann trifft er. Ja. Anti-Mate-Aktion. Hab beim Alice gestern auch, wo ich erstmal voll vercheckt habe, dass ich den 7 Bounce geschossen habe. Statt den Bouncy Ball. Trotzdem war es. Deswegen, ich hab's gar nicht so schnell rausgefunden, weil nämlich genau der 7 Bounce und der Bouncy Ball vom Mitspieler gekillt hat. Deswegen habe ich das gar nicht so schnell gecheckt. Frogs kann man mal probieren. Ist eigentlich ziemlich gleicher Winkel, dass wir den Kill vielleicht bekommen. Ja. Hätten wir auch ein wenig aufteilen können, weil ich meine, ich habe jetzt sehr, sehr viel verschwendet. Ich habe auch sehr viel gekredet. Jetzt pass auf. Throwing Star, da soll ich mich vielleicht ein wenig anders hinstellen. So ungefähr. Ja, same. Wobei ich halt beide, ich hab wollte eigentlich gestern im LS die beiden aktiven Sonnen. Also ich wollte das Tournament eigentlich nicht machen. Aber ich habe mir gedacht, naja komm. Jetzt wenn du schon mal so weit bist. Ja, die dann noch nicht. XD. Genatzt. Also eine Mill ist mit Abstand das längste Achievement. Ich meine, du kannst natürlich auch mit Level 1 schon diese drei Dinger machen. Ich meine, wir hatten jetzt auch schon zweimal die Situation hier. Aber wir hatten halt... Alter, haben wir ihn gerade gekillt. Also Spotter XXL bei 0 Wind. Ja gut, 220 Schaden. Mit was geht denn 220 Schaden? Mit nichts. Spaß, Grit macht vielleicht so 140. Gut, wir haben Long Range. Aber dass wir es jetzt eh verlieren, können wir es ja nochmal probieren. Ne, muss mich nicht. Wehe. Wehe. Ich gehe gerade nur auf Spaß mit 8 HP. 61 XP habe ich insgesamt nach 7 Turns. Alter, wir haben echt noch die 104. Alter, halt. Der, Alter, wir haben jetzt 144er XXL Cup Spotter und jetzt haben wir nur 144er oder irgendwas war es in dem Bereich. Der aus dem 10x Unterschied mit dem Multis, müssen das jetzt abziehen, aber weiß den Unterschied von den Schaden. Das war geil. Das war geil, ohne Scheiß. Das hat mir jetzt ganz gut gefallen, die Runde. Wir könnten. Ne, können wir nicht. Sonst hätten. Also, es wird irgendwann den ersten Stream, den wir wahrscheinlich machen von den Special Weapons, wird wahrscheinlich Gott sein. Weil, wenn wir nämlich Sunflower machen, könnten wir. Aber wenn wir Sandflammen können, wir auch nehmen wir nochmal Beam machen. Wir spielen sowieso dann durchgehend Flatlands. Ich krieg hier Glasfaser safe nicht. Das habe ich schon nachgeschaut. Ich hab's ja. Gebt einfach Telekom Glasfaser ein. Und dann gebt eure Postleitzahl. Dann müsst ihr ein wenig weiter runter gehen, dann Lady Map. Und dann müsst ihr halt ein wenig auf die Dinger ankreuzen, die ihr halt vermutlich bekommt oder sowas. Aber ich bin mit 50k zufrieden. Ich habe das im Alice mit Matze gesagt, aber dir, ich lade 10-mal so schnell hoch. Statt 120 Minuten, 12. In 12 Minuten ist er voll gehoben. Update, also wenn ich 2 Stunden hochlade. Update-Folge sind 5 Minuten oben. Also das ist dann ab September, falls der Update kommt. Das ist alles extrem schnell dann. Das ist geil. Wenn ich jetzt wirklich Update komme, dann sage ich, okay, ich nehme es früh auf, renne das noch durch, fahre zur Uni, lade es dann da hoch. Auch kein Stress. Jetzt habe ich ein Problem. Aber wir machen. Scheiße, Alter. Das war jetzt nicht so geil. Naja, 4G29er mitgegeben. Aber okay. Ich wollte über den LS reden. Ging ja wieder knapp 5 Stunden von 20 Uhr bis
dreiviertel eins, glaube ich. Hab mich echt gefreut, wirklich, muss ich mal jetzt auch sagen hier in der Folge. Hab mich echt gefreut, dass wir zwischenzeitlich 638 Leute waren. Wenn es nicht sogar mehr waren. Ich habe zumindest da mal rausgetappt. Ich habe ja noch keinen zweiten Bildschirm. Oder sowas. Streamen ohne zweiten Bildschirm ist halt einfach scheiße, seht's mal so. Also das wird das nächste, was ich mir hole. Bis und halt neue PC-Komponenten. Ich hab dann gekillt. Mit einem richtigen Noob-Shot. Wir waren ja anfänglich so 200 oder sowas. Hat mir dann geschrieben, dass Maurado, fragt mich, ne, das weiß ich jetzt schon immer, gestreamt hat. Ja gut. Das ist ja für mich jetzt auch kein Grund, wo ich sage, jetzt mache ich deswegen nicht, weil... Und so. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Da achte ich, wenn ich darauf achten würde, dann dürfte ich nie einen machen. Und dadurch ist halt keiner da, aber der Matze kam ja später noch dazu, der war aber auch nicht da. Ich mir dachte, naja, komm, alleine RSL spielen ist auch, fuck, ist auch irgendwie langweilig. Max alleine RSL, das war tatsächlich ziemlich geil, dass so viele dann am, so, naja, so 10, 11 waren es wirklich viele. Hab mich echt gefreut, muss ich es auch mal sagen dazu. 84. Und ja, war ziemlich geil. Auch die drei Screenshots waren eigentlich das Beste vom Levelfield. Wir hatten, glaube ich, hatten wir Beam? Nein, hatten wir nicht, weil als der Matze dabei war, haben wir ja Godreus probiert, aber irgendwie ging das doch nicht, weil anscheinend hat es wirklich keiner gehabt, oder immer wieder Pech. Ich meine, bei 8 Leuten Gott zu bekommen. Gut, ich meine, der Matze war dabei, was war das Problem, dass der Matze dabei war? Wir hatten alle nie an Juke. Wir hatten alle nie irgendwie Suicide Bomber, wir hatten nie Train. Weil gerade bei den Waffen, Train, Nuke, wenn du Beam und auf Godreus gehst, dann ist halt die Chance doch nochmal größer. Sag mal, wenn du ein 80er, sag mal, du hast Level 81er, dann hast du 10 Waffen, die deutlich, deutlich besser sind. Und wo du halt nicht so lang brauchst bei 100 HP Level viel, dass da einer drauf geht. Oder dass halt das Spiel rum ist. Das war das Problem, weil ich glaube, das Beste, was wir haben können, konnten, war, was ist jetzt, lol, was ist Level 48? 48? Ich bin sehr, also bauen da mal, hätten wir auf jeden Fall. Ja, genau, stell dich neben mich. Pyro bringt nix. Weil wir hier am Portal. Wenn wir jetzt einmal zwei hätten, mit Pyro würde ich es probieren. Also ich will eigentlich auf die beiden gehen mit einem Grid. Macht man schon. Haben die beide gleich viel Armor? Ne, ein Ding mehr. Wahrscheinlich gerade ein wenig Damage versauen, aber Mega Nuke und normaler Nuke. Gucken, wie viele Beams jetzt kommen. Von unserer Seite kommt keiner. Da kommt auch noch ein Mega Nuke. Wir machen nur 200. Mal zum Glück wurde ich gerade noch von dem Mini oder Flying Fall runtergebaut, weil sonst hätte ich, glaube ich, ein Problem gehabt. Ich habe noch zwei extrem gute Waffen, ne? Ja, aber er war natürlich 360. Alles klar, warum nicht? Pyrotechnics, macht es mehr wieder New? Ich meine, mit New könnte ich. Ist halt da schon recht problematisch. New 160, mache ich mit Pyro 160. Ach komm, wir machen jetzt ein wenig Pyrotechnics. Für die Fans. Genau dahin wollte ich. Okay, wir treffen ihn nicht mehr. Machen wir 160? Ja, wir machen sogar ein wenig weniger. Aber ich dachte, ich treffe da noch ein bisschen was. Wenn jetzt noch ein Bumper und einer... Also wenn da noch jetzt irgendwo Bumper steht, da durch, dann geht's da rein. Hier vielleicht der Bumper, dann hast du sehr, sehr gute Chancen. Wie kriege ich die SSL-Statistik? Oh, warte mal, das wird interessant, weil vielleicht kann man die dann öffnen oder so, das ist nämlich interessant. Auf jeden Fall ist der Link immer in der Beschreibung, außer ich vergesse es, weil ich habe das noch nie bei mir selber eingetragen. Ich kopiere die Beschreibung immer nur. Ja, okay. Ja, war echt nur, wie kriege ich die SSL-Statistik? Und in der Beschreibung, Google Drive-Link, Doppelklick drauf, öffnet sich, bitte laden lassen, das ist wichtig. Weil bis die ganzen Statistiken laden, bis die 7 Tabellen an sich geladen sind, weißt du, sind ja doch, bei den Waffen sind es ja 150 Zeilen auf... Ich sag jetzt einfach mal 8 Spalten oder sowas. Also 4 Waffenstufen. Distanzwaffe sind wir bei 5. Der Schaden, die Waffen, ja, sind 7. 7 Stufen, also 7 Spalten, 138 Zahlen, der muss das alles erstmal laden. Das dauert ein wenig. Deswegen laden lassen, weil sonst seht ihr vielleicht die Tabellen nicht. Und dann könnt ihr wirklich deine Ruhe anschauen. Ist jetzt tatsächlich immer in der Beschreibung unter meinem geschriebenen zwischen Livestream-Verlinkung. Ich weiß nicht, ob ich spiele mal RB, aber ich spiele halt RB eigentlich immer gerne mit... Wir machen schon wieder viel zu lang. Wir machen... Stopp, wir machen nur 100 HP. Wir machen mal noch gar nichts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Haut rein.